Moin Moin zusammen, liebe Sportsfreunde. Schönstes Autofahrwetter. Wir haben jetzt wirklich gerade Anfang Oktober. Also, und es sind 23 Grad draußen. Da habe ich mir noch gedacht, Mensch, das nutzt du jetzt mal aus und gehst einem weiteren Mythos hinterher. Und zwar in diesem Falle der Mythos Rekuperation. Also es ist eine kontroverse Diskussion im Rahmen der ganzen E-Mobilität, also bei Fahrern, in Foren etc. Und zwar geht es darum, was ist tatsächlich sparsamer? Ist es sparsamer, mit voller Reku, sprich dieses typische One-Pedal-Driving zu machen? Das liebe ich übrigens. Also ich finde es ganz genial, das Bremspedal nur so selten als möglich zu betätigen. Oder aber, Entschuldigung, ist es sparsamer zu segeln? Segeln ist ganz klar. Reku 0 jetzt hier beim Ioniq zum Beispiel. Und den Wagen einfach rollen zu lassen und die Rekuperation manuell über das Bremspedal dann in die Wege zu leiten, aber eigentlich das Fahrzeug so weit rollen zu lassen, wie es eben nur geht. Da ich selber denke, dass das Ganze auf der Autobahn nicht wirklich Sinn macht, habe ich mir selber überlegt, mache ich das doch mal anders als in meinen typischen Pendelstreckenvideos und mache da eine Stadtfahrt draus. Sprich, ich fahre jetzt hier, ich befinde mich gerade in Bremen-Nord, Bremen-Burg, und fahre jetzt 30 Kilometer durch den Bremer Norden bis hoch nach Schwanwede, mach dort dann den Turnaround und fahre die gleiche Strecke zurück. Damit kann man das ganze Thema Topografie nämlich außen vor lassen, weil man so eine typische ABA-Strecke hat, wo man das, was man irgendwann mal rauffährt, auch im gleichen Maße wieder runterfährt, ohne dass es dann irgendwie Ergebnisse verfälschen würde. Gut, so. Prämissen an der Stelle ist, ich fahre ja sonst unheimlich gerne im Sportmodus, das lassen wir heute einfach mal sein. Hintergrund ist, die Rekuperation im Sportmodus ist deutlich, im Ioniq, deutlich geringer als das, was man im Eco-Modus oder im Normalmodus erfährt. Klima ist wie immer auf Auto eingestellt, das heißt, ich lasse tatsächlich den Ioniq entscheiden, inwiefern er meint, er müsste jetzt gerade kühlen oder eben gar nichts machen. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Das ist eigentlich so eine perfekte Berufsverkehrszeit. Das heißt, wir haben dementsprechend auch wirklich realistische Pendelbedingungen, also so, dass man wirklich sagen kann, hey, es ist da auch tatsächlich jetzt gerade der Berufsverkehr und nicht irgendwie ein Samstag, ein Sonntag, wo weniger Verkehr ist. Da macht es dann vielleicht nochmal ganz anderen Eindruck auf das Endergebnis. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Fahre natürlich jetzt im Normalmodus, habe ich jetzt gerade immer so ein bisschen durchklingen lassen. Also ich möchte nicht das Extrem des Eco-Modus haben, ich möchte nicht das Extrem des Sportmodus haben. Es sind 30 Kilometer, also 15 hin, 15 zurück. Und es geht nur durch die Stadt. Ich werde natürlich, das sage ich sonst auch immer, nicht zu schnell fahren. Ich möchte kein Bremsklotz sein. Das heißt, ich bewege mich irgendwo immer so um die Tacho 60 km/h. Das egal wie. Starten möchte ich mit der vollen Rekuperation. Das heißt, ich fahre so, wie ich es eigentlich gewohnt bin, mit einem nahezu One-Pedal-Feeling und benutze das Bremspedal eigentlich nur zum Stillstand an der Ampel. Ja, ansonsten in meinen EV-Einstellungen, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich habe, egal ob jetzt Sportmodus, Normalmodus oder Eco-Modus, ich fahre die Klimaanlage immer im Eco-Modus. Das gilt jetzt hier alles für den Ioniq, ne? Das ist bei anderen Autos natürlich komplett was anderes. Und ich fahre die Grundeinstellung Rekuperation immer auf Stufe 3. Das heißt, ich fahre eigentlich immer auf voller Reku. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wo man dann ankommt, ne? Also ich habe ein Gefühl, aber dieses Gefühl möchte ich doch dann eher in Zahlen ausdrücken. Und das werden wir uns einfach mal ansehen. Also, ja, um es mal vorwegzunehmen. Ich nehme nichts vorweg. Lass uns überraschen und gucken dann einfach, wo wir am Ende landen. Und ich denke, wird eine ganz spannende Erfahrung auch für mich werden. Gerade weil ich überhaupt nicht gerne Stadt fahre. Also ich wohne extra so ein bisschen im sogenannten Speckgürtel Bremens, weil ich eben nicht ständig im Stau stehen möchte, weil ich eben nicht irgendwie die ganze Zeit Stop-and-Go, Ampeln, Verkehrslärm haben möchte. Ich bin ganz froh, dass ich ganz schnell auf der Autobahn bin, ganz schnell über die Autobahn hinweg bin, weil es da auch eigentlich selten einen Stau gibt und nur ein bisschen dann noch bis zur Arbeitsstelle durch die Stadt fahre. Das geht aber zu meinen Zeiten ganz gut da an der Stelle. Das ist
wirklich auch wenig. Und von daher ist das für mich jetzt heute eine besondere Herausforderung, wirklich bewusst sich ins Getümmel zu stürzen und einfach zu sagen, so, und jetzt wird mal eben Berufsverkehr gefahren. So, gut, genug geschwätzt an der Stelle. Ich möchte euch nicht mit dem Blabla nerven. Das werde ich während der Fahrt sowieso machen. Das kennt ihr von mir. Ja, und alles Weitere dann nachher. Ich werde mich einmal zwischendurch melden mit dem Ergebnis der ersten Fahrt. Und dann geht's nochmal weiter, wieder los. Und dann erfahrt ihr das Endergebnis und ein kleines Fazit. Bis gleich. Wir befinden uns hier jetzt gerade am Bahnhof Burg, so nennt er sich. Burg ist ein Ortsteil hier in Bremer Norden. Und von hier aus fahre ich dann hoch bis Richtung Schwanewede. Für die, die hier so ein bisschen lokal das manchmal interessiert. Ersten Test jetzt an dieser Stelle fahre ich mit der vollen Rekuperationsstufe. Und den anderen Test dann dementsprechend gänzlich ohne Rekuperation. So, wie man jetzt hier sieht, an der Hauptstraße schon ordentlich Verkehr. Ich habe zwar einen Grünpfeil, muss dennoch warten, bis da gegebenenfalls gleich mal eine kleine Lücke kommt. Wie hier zum Beispiel. Ja. Und geht's los. Ja, Tempo wird mit Limiter gesteuert an meiner Stelle jetzt. Also ich werde nicht mehr als 60 km/h fahren, laut Tacho. 60 km/h auf dem Tacho sind ja ein bisschen weniger als 55 km/h an der Stelle. Und ich denke, damit sind wir hier gut unterwegs. Manche drängeln von hinten ein bisschen, meinen, sie müssen noch 70 fahren, ist mir völlig egal. So ein bisschen an das, was hier vorgegeben ist, möchte ich mich halten und ja, gucken wir, wo wir rauskommen. Wo ich hier an einer ersten roten Ampel gerade stehe, fällt mir noch ein Thema noch an zu den Randbedingungen. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich auf das haptische Bremspedal zu treten. Sprich, werde entweder auf der zweiten Tour so vorausschauen, wie nur eben möglich ist, fahren und werde jetzt möglichst viel über die Rekuperationsstufe bremsen, damit man eben den entsprechenden Fahrmodus auch maximal ausschöpft. So, das nur mal so am Rande erwähnt. Und jetzt? Ich bin direkt nach der Arbeit losgefahren, sodass dementsprechend die Batterietemperatur auf einem normalen Level schon lag und man jetzt nicht sagen kann, ja, bei der ersten Tour, da waren die Batterien ja noch kalt und etc. pp. Und jetzt bei der zweiten Tour wäre dann alles schon warm gewesen. Nee. Direkt nach der Arbeit, das Fahrzeug, die Batterien, alles auf Betriebstemperatur und somit denke ich mal gleiche Verhältnisse auf beiden Touren. Es ist aber richtig zäh hier, muss ich sagen. Also Durchschnittsgeschwindigkeit interessiert mich jetzt mal an der Stelle gerade, die ich gerade fahre. Bisher 3,1 Kilometer gefahren und gnadenlose 16 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Grandios an der Stelle, muss ich sagen. Wir steigern uns gerade brutal auf 17. Ja, also Berufsverkehr selbst hier im Bremer Norden nicht ohne. Und gut, lassen wir einfach mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Vor uns der Markt ist auch eher ein bisschen gemütlicher. Ja, ist okay. Das gehört dazu zum Spiel. So, jetzt sind wir gleich, Fegesack, Bahnhof. Direkt am Hafen hier ist das. Nicht natürlich am großen Überseehafen, sondern hier im kleinen Hafen in Fegesack. Ganz schnuckelig hier. Derzeitig noch mit einem nicht ganz so erfolgreichen Einkaufszentrum gesegnet. Dahinter steht dann das Schulschiff Deutschland. Schöne Dreimastpark. Ja, und ansonsten wirklich sehr, sehr gemütlich hier. Hier war ich oft als Jugendlicher unterwegs. Aber eigentlich wollte ich euch mal eben was zum Zwischenstand erzählen. Also derzeitig mit dem gnadenlosen Durchschnittstempo von 24 km/h, ihr seht, wir haben es gesteigert, liege ich jetzt bei einem Verbrauch von 11,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Da merkt man schon den Stadtverkehr. Also es sind Bereiche, in denen fahre ich normal nicht, das wisst ihr. Also eine 11,8 jetzt gerade, das habe ich, glaube ich, bewusst noch nicht wirklich häufig gesehen.
Also bin ich mal gespannt, wo wir am Ende landen. Ja, ich melde mich. So, wer meine Videos richtig gut guckt, weiß jetzt, dass er diese Stelle kennt. Der ehemalige Busbahnhof. Geradeaus ging es da zum Treffen zum E-Day in Bremen-Nord, in Bremen-Blumenthal, wo wir am Schluss mit dem Autokorso gefahren sind und organisiert wurde das Ganze ja zusammen mit Dennis Wittus. Und ja, da kriege ich heute immer noch gutes, positives Feedback auch. Auch zum Video freut mich natürlich an der Stelle. Also vielen Dank auch an die, die zugeguckt haben, die dabei waren. Echt coole Menschen. Und leider erst in 2 Jahren wohl wieder. Ich hoffe, die werden sich da nochmal ein bisschen berappeln und sagen, hey, das war so ein cooles Event, das machen wir doch jedes Jahr jetzt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Hab schon gesagt, beim nächsten Mal bin ich dann mit dem EQC dabei. Parallel muss ich dann meine Frau überreden, die wird bis dahin einen Kona haben, hoffentlich, also Daumen drück, bestellt ist er beim Autohaus Sangel, Reservierungsnummer 6162, irgendwie so, also recht früh dabei, ich hoffe, ich bekomme ihn dann auch schon im ersten Halbjahr 2019, sei jetzt einfach mal so, alles andere wäre durchaus noch positiver und dann lass uns mal überraschen, was der Kona dann kann. Also da werde ich natürlich auch einige Videos drehen. Den Wagen habe ich dann ja ständig zur Verfügung. Und gerade im Vergleich zum Ioniq ist das natürlich maximal interessant, wie der sich dann so macht. So, hier an der Seite sieht man es gerade. Auto aus Hinte, Citroën, Kia, Nissan. Und damit, weil ich zufällig den Juniorchef kenne, eins meiner nächsten Anlaufstellen an der Stelle. Also, Patrick, wir haben miteinander geredet. Nissan Leaf 2 und auch der neue Kia Niro als EV stehen dort ganz groß auf meiner zu fahren Liste und ich freue mich an der Stelle, dass der Patrick mir da schon zugesagt hat, dass ich die Fahrzeuge selbstverständlich mal zur Verfügung gestellt bekomme und ich für euch dann eben diese Touren fahren kann, wird dann aber natürlich meine Pendelstrecke sein. Aber freue ich mich drauf. Ist wieder ein bisschen mehr im Portfolio für die Videos. So, ich nutze mal in diese Rotphase hier aus. Mache jetzt hier meine Wende, weil ich habe 15 Kilometer erreicht. Und dann hätten wir genau 30 Kilometer hin und zurück. Und das finde ich ist eine schöne Entfernung, um eben zu testen, was ein Fahrzeug bei voller und bei nader Rekuperation in der Stadt verbraucht. So, das ist der Endspurt jetzt. Der Bus kommt hier zum Beispiel direkt von dem Bahnhof Burg, wo wir auch gestartet sind. Außentemperatur 22 Grad. Hat sich also recht gut gehalten, sodass wir da auch gute Vergleichswerte gleich erzielen können. Und dann fasse ich das gleich mal eben für euch zusammen, indem wir zusammen das Display auch angucken hier. Durchschnittsgeschwindigkeit ist nicht viel höher geworden übrigens, also 31 km/h sind wir da gerade. Ich bin gleich auf den Verbrauch gespannt, aber den möchte ich mit euch zusammen gucken. Auch für mich eine kleine Überraschung dann an der Stelle. Wie gesagt, das machen wir jetzt gleich, wenn ich den Parkplatz gefunden habe. So, also das sind jetzt die Werte. 30,4 Kilometer, eine Stunde 4 unterwegs gewesen, also normalerweise mein Arbeitsweg 27 Kilometer und um die 27, 26 Minuten, ne? So, und jetzt gucken wir mal eben, was der Verbrauch sagt. 11,1. Also das ist ein Wert, den hatte ich noch nie in meinem Leben, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. 11,1. Ist jetzt gerade umgesprungen, weil ich stehe und das Auto noch am Fahren ist, aber grandioser Wert, finde ich gut. Also, von hier aus geht es jetzt gleich zurück. Ich mache die Reku, das zeige ich mal eben. So, Reku ist jetzt gerade voll. Wir machen Reku 0, genauso fahre ich jetzt und dann melde ich mich gleich vom Fahren. Das hier resetten und das hier resetten und dann gucken wir, wo wir dabei landen. So, ja, da werde ich wieder nicht gehört wahrscheinlich. Mürrischer Blick. Ja,
mal wieder da. Hab grad ein Déjà-vu. Hier stand ich heute schon mal. Und hab darauf gewartet, dass hier von rechts alles, links alles frei ist. Wie jetzt? Ja, und sowas meine ich. Denn ist es die Ampel rot. Ich rolle jetzt schon. Und trotzdem bin ich noch viel zu schnell, muss natürlich jetzt bremsen. Aber das ist halt das, was ich vorhin in der ersten Fahrt meinte mit, ich werde versuchen, so weit wie möglich vorausschauend zu fahren, um eben sowas dann auszunutzen, dass der Wagen dann nur rollt, beziehungsweise ich nicht die Bremse wirklich nutze, sondern die Rekuperation dann mit dem Fuß steuern werde. So, der Bus jetzt hier von rechts, der wird die nächste Ampel gleich rot schalten. Wer hier wohnt, der kennt das. Man muss hier ein bisschen gucken, dass er nicht erwischt. Und da hinten ist eine Ampel. Und diese Ampel wird der Bus gleich rot schalten. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich jetzt schon vom Gas gehe. Ja, das ist es, genau. Das heißt für mich, der fährt vor mir noch rüber. Über Rot übrigens. Auch wenn es nur innerhalb einer Sekunde war. Jetzt kommt der Bus vorbei. Ich stehe hier. Also es ist unheimlich aufwendiger, möglichst vorausschauend zu fahren, um dementsprechend das Rollen bestmöglich auszunutzen. Habe übrigens noch eine Sache vergessen, wenn es wieder losgeht. Ich werde jetzt nicht meinen kompletten Fahrstil ablegen und möglichst behutsam aufs Strompedal treten, damit ich auch ja nicht viel verbrauche. Fange ich gar nicht erst mit an. Roll jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, gibt keinen Strom. Ihr seht aber auch hier, die Schlange ist ein bisschen weniger als vorhin. Heißt, hier werden wir jetzt nicht so viel stehen. Ampel ist grün. Gegenverkehr nochmal durchlassen natürlich. Also das geht schon mal deutlich schneller hier. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind jetzt gerade 17.23 Uhr, also deutlich später, als ich erhofft hatte. Ich hatte gehofft, so um 5 hier wieder weiterzufahren. Das musste ich gerade eben nochmal, bevor es losgeht, eine kurze Toilettenpause einlegen und bin deswegen ein bisschen später losgekommen. Es gehört dazu, menschliches Bedürfnis. Führt aber, glaube ich, dazu, dass der Berufsverkehr deutlich nachgelassen hat als jetzt in der ersten Fahrt. Das merkt man jetzt hier auch. Werden wir nachher am Durchschnittstempo dann sicherlich merken. Das lag ja bei 30, 31 km/h eben. Und dann gucken wir jetzt, wo wir rauskommen. So, nochmal die Kontrolle. 50 km/h, bei mir stehen ungefähr 57 auf der Tachoskala gerade. Ah, schon interessant. Also ich fahre ja immer Limiter 60 in der Stadt. Ich war jetzt über 57, war ich bei 50, sprich wenn ich bei 60 bin, ist ungefähr bei 53. Ich fahre also überhaupt nicht so schnell. Ne? Nicht, dass man hier mir nachsagt, ich bin Heizer oder so. Was auch dann heißt, dass ich auf der Autobahn gar nicht so viel zu schnell bin, wenn ich 130 fahre. Das sind dann ja wirklich echte 123. Beziehungsweise wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, glaube ich. Ne? Ja, das dazu. Also. Jetzt haben wir gerade die Sonne schön im Gegenlicht. Man sieht gar nichts. Also kann ich auch wieder in Ruhe fahren. Also was ich bemerke jetzt bei der Tour ohne Reku, man muss da wirklich hellwach sein. Also es ist schon so, wenn ich mit voller Reku fahre, also ähnlich nahezu einem One-Pedal-Fahren, ist es im Gegensatz jetzt so, dass ich natürlich viel, viel weiter nach vorne gucke, also wirklich viel, viel weiter nach vorne gucke, schon versuche hinten zu sehen, guck mal, da ist eine rote Ampel, ich bin jetzt auch schwer, ich roll schon wieder nur. Dadurch wird die Geschwindigkeit natürlich so, und jetzt gehe ich schon, jetzt gucke ich, ja, fahren sie jetzt gerade los oder muss ich doch auf die Reku gehen? Bin jetzt bei einem Strich Reku gerade, mal gucken, ob es reicht, um ihn dann wieder loszulassen. Bin immer noch bei einer Reku, immer noch. Könnte reichen. Ja. So. Also es ist schon so, man muss mehr arbeiten, wenn man komplett ohne Rekuperation fährt. Weil man es eben alles mit dem Stromfuß so ein bisschen machen muss.
ist ein doch echt in der Stadt. Auf der Autobahn merke ich es gar nicht so. Ich fahre auf der Autobahn ähnlich. Also oft auch komplett ohne Rico. Aber in der Stadt hier ist das schon was anderes. So, jetzt habe ich es verpennt gerade. Bin um die Ecke gerollt. Und habe nicht gesehen, dass hinter der Kurve gleich die nächste Ampel rot ist. Ich hätte einfach rollen lassen können. Beziehungsweise hätte um die Ecke leicht rekuperieren können. Mit vielleicht nur einer Stufe. Musste jetzt aber doch eben ein bisschen stärker dann bremsen und war dann schon bei 2 Reku-Stufen. Ja, also es ist definitiv ein... Ich weiß nicht, ob es anstrengend ist, das entscheide ich gleich nachher. Aber es ist doch, man muss hier doch wacher sein in dem Moment. Viel aufmerksamer, viel gucken. Wow. Das dazu, kurzer Zwischenstand einfach. Was man auch merkt, beziehungsweise ich, wenn so ein großer SUV vor einem ist, wie jetzt zum Beispiel der Q5, der hat dazu noch getönte Scheiben, da fällt ein vorausfahrendes Fahren total schwer. Man kann es nicht, er versperrt mir komplett die Sicht. Ich sehe nicht, warum bremst er jetzt, ist davor noch ein Auto, will er abbiegen, wie in diesem Moment vielleicht, oder ist eine Ampel rot, man sieht es nicht. Also, ich weiß schon, warum ich kein Fan von SUVs bin, aber... Es ist nur Mode, es werden immer mehr und in jeder Größe und ich muss ja an der Stelle ganz ruhig sein. Meine Frau hat einen Kona bestellt, eben weil sie hoch sitzen möchte und weil sie mich schon immer auslacht, weil ich extrem anders fahre aufgrund der Tieferlegung und vor allem wegen der Felgen. Ich habe eigentlich wenig Lust damit irgendwo anzuecken und da fährt man dann noch ein bisschen vorsichtiger. Das ist eben überhaupt nicht die Fahrweise für sie und ja, gut. Da darf ich mir hin und wieder was anhören und sie ist durchaus froh, dass sie dann bald ein bisschen höher sitzt, ein bisschen nicht drauf achten muss. Es ist ja kein SUV, der Kona, muss man tatsächlich sagen. Und jetzt die mega Bodenfreiheit hat er auch nicht, aber er hat mehr Gummi auf den Reifen als ich zurzeit. Was kein Kunststück ist, weil das ist schon recht wenig. Und sie muss eben auf sowas nicht achten. Von daher sei es ihr gegönnt. Ich freue mich ja auch auf den Wagen. Habe ich bereits erwähnt und fahre sehr, sehr gerne meinen Ioniq auch mit diesen Felgen. So, hier übrigens die Landesgrenze. Das habe ich ja vorhin gar nicht erwähnt. Hier, Schwanewede ist schon Niedersachsen. Das heißt, ich bin jetzt genau in diesem Moment gerade aus Bremen herausgefahren. Da vorne kommt ja schon meine provisorische Wendeschleife. Mal gucken, dass ich den dann wieder nutze. Ein bisschen verkehrsabhängig. Ja, und das zeichnet Bremen ja auch aus als Stadtstaat. Da ist es nicht weit bis nach Niedersachsen und somit in ein komplett anderes Bundesland. So, da vorne ist die Ampel. Und da werde ich gleich wieder mal eben den Turn machen. Mal eben blinken hier. Das ist schön, der Audi biegt hier auch ab und dann, ja, ist doch hervorragend. Mal gucken, dass der Toyota mich da sieht. So, und dann geht es schon wieder zurück. Ich gucke jetzt mal eben, dass ich hier gleich rauskomme. Kommen noch ein paar Autos. Und ich bin ganz gespannt. Ich habe tatsächlich noch nicht geguckt, wie viel ich derzeit verbraucht habe. Einfach um mich auch nicht beeinflussen zu lassen in der Fahrweise. Sondern möchte einfach die für mich ungewohnte Fahrweise nutzen und so entsprechend fahren, wie ich es am besten kann. Also mit dem vorausschauenden Fahren etc. Ja. Und dann mal gucken, wo wir am Ende landen. Ich bin da echt super gespannt. Ich hab's überhaupt kein Gefühl. Also wirklich. Ganz neues Ding für mich und ist für mich auch wie Weihnachten gerade. Also ich gucke nicht auf die Verbrauchsanzeige, habe hier die ganze Zeit nur die Entfernung an Kilometern. Durchschnittsgeschwindigkeit 31 übrigens und meine Fahrt dauert 33 Minuten. Und dann gucken wir am Ende, wo wir landen. Das Thema Berufsverkehr muss ich nochmal zurücknehmen. Also jetzt sieht es zwar gerade ganz gut aus, dass es gut läuft etc., aber das war jetzt eben ganz schön zäh. Also
Meine Durchschnittsgeschwindigkeit liegt jetzt gerade aktuell bei 32 km/h. Und das ist nicht wirklich viel höher als auf der Hinfahrt, wo ich ja gesagt hatte, das fässt sich ganz gut an und mal sehen, ich denke mal, wir werden deutlich schneller unterwegs sein. Sind wir gar nicht. So, da hinten ist schon wieder eine rote Ampel. Ich lasse jetzt schon rollen. Ne? Also nur, damit ihr mal eben einschätzen könnt, wie ich jetzt fahre ohne Reku. Und bin jetzt schon wieder so ein bisschen auf dem Strompedal, dass ich hier die Reku aktiviere. So, damit ich ja, bis zur nächsten Ampel rollen kann. Da dann doch zum Stehen komme. Ich habe heute aber auch kein Glück mit meinem vorausfahrenden Fahrzeug. Jetzt habe ich wieder so einen riesen Sprinter in diesem oder Transit vor mir und sehe natürlich gar nicht, was vor dem passiert und kann nur auf den reagieren. Und wenn der bremst, dann muss ich gar nichts mehr machen. Dann kann ich auch nur noch aufs Bremspedal treten, weil was soll ich denn tun? Ich würde viel lieber vorausschauender fahren. Jetzt bremst er gerade und ich muss natürlich hier auch bremsen. Davor ist aber wahrscheinlich schon drei Autos vorher jemand, der abbiegen will, und das hätte man sonst sehen können und hätte schon viel früher eben vom Gas gehen können. Das ist natürlich schade, aber auch das gehört zu einer solchen Fahrt dazu. Woher will man sonst vergleichen? Und was ihr jetzt auch hin und wieder gesehen habt, glaube ich, im Video, muss ich gerade mal nachdenken, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ein oder zweimal habt ihr sicherlich auch einen Bus gesehen. Busse sind genau das gleiche und das ist natürlich typisch für eine Stadt. Da fährt der öffentliche Personennahverkehr mit Bussen, Straßenbahnen etc. Und die halten natürlich auch alle naselang an. Das habe ich heute schon zwei, drei, vier Mal gehabt. So. Jetzt will der hier irgendwo einparken. Das ist natürlich schön. Dann kann ich nämlich freie Fahrt für freie Bürger. Sehr gut. So, hier geht es bergab. Ich lasse rollen. Das wird spannend in der Kurve, aber habe ja einen Limiter. Ich lasse einfach nur rollen. Oh, ein Hoch auf die HNR-Federn. Hervorragend. Ja, und da ist eine rote Ampel und wir halten wieder an. Ich muss auch mal eben ganz kurz mal erwähnen, also ich bin definitiv hier nicht gewillt, Bremsklotz zu sein. Das heißt, die maximale Rolleigenschaften des Autos auszunutzen, habe ich überhaupt nicht vor. Bin ich, nee, das ist auch nicht mein Fahrstil. Das heißt, ich fahre an der Stelle genau so, wie es eigentlich richtig ist. Und wenn der Wagen auch irgendwo in einem Rollen Richtung 50 km/h geht, dann gehe ich auch wieder aufs Strompedal und beschleunige wieder auf die 60 hoch, um dann gegebenenfalls dann wieder komplett rollen zu lassen. Es kann in meinen Augen nicht förderlich sein, auch für die Elektromobilität und Werbung eventuell, dass man einfach das Auto dermaßen auch dann abbremst im Sinne von rollen lassen, dass man dann eine Verkehrsbremse ist. Das wirft dann nur ein negatives Schatten auf die ganzen Fahrer und da heißt es wieder, ja, die bescheuerten Ökos, die den ganzen Verkehr aufhalten, also da sehe ich mich selber nicht, habe ich gar keine Lust zu. Ja, wir kommen zum Ziel. Das ist jetzt hier gerade wieder die Brücke über die Eisenbahnstrecke und da unten ist dann schon der Bahnhof Burg. Durchschnittsgeschwindigkeit ist 33 km/h gerade. Das heißt, 2 km/h sind es dann doch mehr als auf der Hinfahrt. Habe ich, glaube ich, komplett eben da in dem Bereich Knumspark, also im Bremen-St. Magnus geholt, weil da doch weniger Verkehr war als vorhin. Ist jetzt auch schon von der Uhrzeit her 18.19 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt echt eine Stunde unterwegs mit der Fahrt. Davor, die andere Fahrt ging auch über eine Stunde. Und ja, das ist schon ein Aufwand, so eine Videos hier vorzubereiten. Also am letzten Endes bleiben da ein paar 20 Minuten, vielleicht ein bisschen über 30 Minuten von über. Und dafür sitzt man, also dann, das ist ja schon viel, weil ich viel rede. Also wenn man dann mal sieht, was der Tesla Björn da teilweise für Veranstaltungen treibt mit 1000 Kilometer, Trondheim, Oslo etc. Der sitzt da natürlich ewig im Auto und da kommt dann auch ein 35 Minuten Video bei raus oder ein bisschen mehr. Das ist schon echt Aufwand, ein Aufwand, den man hier betreibt. Aber es sind grundsätzlich bei mir immer auch Fragen,
die ich mich selber stelle, die mir so noch nicht wirklich viele Leute beantworten können, beziehungsweise ganz viele Leute mit ganz vielen Meinungen. Und aus dem Grunde heraus habe ich dann immer entschieden, nee gut, dann fährst du das jetzt selber und beantwortest dir dementsprechend die Fragen auch selber. So, jetzt mal eben gucken, wie die Sonne steht. Fahre ich hier an der Seite rein. So, zudem hat das Ganze einen Vorteil, wenn man selber so eine Videos dreht. Es kann einem keiner dazwischen quasseln, wenn man hier selber den größten Bockmist gerade erzählt und meint, dass seine eigene Meinung doch viel besser ist. So, von daher drehe ich solche Videos. Kann meinen Saft zu meinen gewünschten Themen beitragen, kann selber meine Fragen beantworten, die ich mir so stelle. Und ja, ihr seid dann dabei halt. So, auch hier seid ihr jetzt live dabei. Das war mein Finger schon hier unten, weil ich will euch eben jetzt hier live mitnehmen auf die Ergebnisse. Also, es sind 30,5 Kilometer, eben waren es 30,4, also Nuancen. 1 Stunde 1, 33 km Durchschnittsgeschwindigkeit und jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich echt gespannt. 10,6. 11,1 zu 10,6. Wir waren ein bisschen schneller jetzt unterwegs und haben ein halbes Kilowattstunde pro 100 Kilometer weniger verbraucht. Ja, somit, was ist das für ein Fazit? Ja, das überlege ich mir jetzt und dann schwätzen wir mal. Ja, puh. Was machen wir mit dem Ergebnis jetzt? Also, weiß ich auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das wird ein bisschen klarer werden an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinfahrt mit voller Reku waren wir bei 11,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Zurück jetzt bei 10,6. Also 0,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Ersparnis, wenn ich segel. Ich habe, glaube ich, eingangs erwähnt, dass ich so eine leichte Vorstellung habe, was vielleicht effizienter ist. Ich hätte gedacht, das Segeln ist effizienter. Ich habe es am Anfang ja bewusst dann nicht gesagt, meine ich, glaube ich. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der Unterschied so gering ist. Was man jetzt gemerkt hat, ist, also ich persönlich, ich finde die Fahrt jetzt eben, die war für mich deutlich, deutlich anstrengender. Ne? Also dieses wirklich extreme, vorausschauende Fahren, also man muss wirklich ja gefühlt 3 Autos nach vorne gucken, um dann zu gucken, um dann, oh, das war echt zu hell, Entschuldigung, sorry Jungs, aber, oh, nee, machen wir so. Also, um dann rechtzeitig vom Strompedal zu gehen, beziehungsweise er rollt halt so extrem in diesem Null-Reku-Modus, da ist nur ein leichtes Antippen des Strompedals, führt dazu, dass man gleich so schnell ist, dass man dann doch wieder das Bremspedal nutzen muss. Das heißt, die manuelle Rekuperation, die ich dann einleite über das Bremspedal, die habe ich häufiger nutzen müssen, als ich es eigentlich wollte. Was dazu entschwerend hinzukommt, das habe ich im Video, glaube ich, auch erwähnt, wenn man hinter einem Sprinter oder sowas fährt, das ist echt unglücklich. Ne? Man hat halt keine Chance, irgendwie vorausschauend zu fahren, weil man durch die Dinger nicht durchgucken kann. Und gleiches gilt für irgendwelche riesen SUVs, da bin ich gar kein Fan von. Das ist an der Stelle, ist das für mich Murks. Und da fällt dieses vorausschauende Fahren echt flach. Hm. Was ich auch gemerkt habe, ist, ich fahre gerne ja mit dem Limiter. Das heißt, ich stelle mir die Geschwindigkeit im Limiter auf 60 km/h. Und lass den Fuß dann eigentlich auf dem Strompedal. Und das klappt bei meiner Fahrweise mit diesem One-Pedal-Reku eigentlich ganz gut. Hat jetzt hier aber beim Segeln funktioniert das halt so nicht mehr. Klar mache ich immer noch den Limiter auf 60. Aber dadurch, dass man wirklich immer versucht, wenig über Strompedal irgendwie Gas, also Strom zu geben, hat man den Effekt gar nicht, dass man ruhig fahren kann. Man ertappt sich dabei, okay, die Tachonadel geht ein bisschen runter, ist dann teilweise, habe ich selber für mich völlig untypisch gemerkt, dann steht sie bei 52 km/h
Und bei 52 km/h gebe ich dann wieder Gas, dass ich wieder auf 60 bin. Wenn ich auf 60 bin, dann lasse ich ihn wieder rollen. Dann geht wieder runter auf 55 und so weiter, bis ich dann wieder Gas gebe, also Strom gebe. Ja, das ist also, man ist das, man arbeitet mehr halt, ne? Also wenn man segelt, arbeitet man mehr. Und da bin ich kein Fan von. Ich bin eigentlich jemand, der gerne entspannt Auto fährt. Das war für mich auch ein Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich fahre jetzt elektrisch, weil das elektrische Fahren ist generell sehr, sehr viel entspannter. Ja, Fazit, schwierig, ne? Also ich glaube für mich jetzt übrigens, ne, ich weiß gar nicht, ob ich das zwischendurch gesagt habe, ne? Also ich fahre ja meine 18 Zöller, ich fahre die mit 2,7 Bar, 2,8 Bar. Und da hat es wahrscheinlich noch einen Einfluss, dass das eben 18 Zoll sind und nicht die serienmäßigen 16 Zöller. Mag sein, aber da beide Fahrten die gleichen Räder drauf waren, ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Null-Reku und voller Reku der gleiche, als wenn ich jetzt auf Serienrädern unterwegs gewesen wäre. Vielleicht wäre die Ersparnis noch größer gewesen, aber ein Wert von 10,5 oder so weiter, das ist jetzt auch nichts, 10,6 waren es, 10,6, das ist jetzt auch mit den Rädern auch überhaupt kein Thema, das ist völlig okay für mich. Außerdem ist die Reifenbreite ja genau auch 205 wie in der Serie. Es ist nur die Felge, die breiter ist, und das Design der Felge sorgt für vielleicht auch mehr Luftverwirbelung, Aerodynamik, aber ich glaube, Aerodynamik spielt bei dem, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, überhaupt kein Thema. So. Also, Fazit für mich ist ganz einfach. Ich fahre so weiter, wie ich gefahren bin bisher. Ich fahre in diesem One-Pedal-Stil, weil es einfach für mich viel, viel entspannter ist und weil ich somit auch viel entspannter und ruhiger Auto fahre, ne? Ich muss nicht ständig Konzentration auf das, was drei Autos vor mir passiert, haben. Und das ist für mich einfach entspannter, wie das für euch da draußen ist. Und ich glaube auch, jemand, der es gewohnt ist, jeden Tag und das über ein Jahr lang zu segeln, dem ist das auch nicht mehr anstrengend. Für den ist es definitiv so, dass das für ihn die entspanntere Fahrweise ist. Da bin ich ganz sicher. Ne? Ich wollte jetzt hier nur einfach mal zeigen, wie groß vielleicht der Unterschied ist. Ich hätte aber auch gedacht, dass der Unterschied größer ist. Und jetzt muss ich mal das, was ich eingangs erwähnte, vielleicht nochmal revidieren. Vielleicht ist der Effekt in der Stadt aufgrund dessen, dass man nicht vorausschauend fahren kann, dass man nicht konstantes Tempo fährt, sondern immer wieder beschleunigt und wieder rollen, bremsen und so weiter muss. Vielleicht ist da eben gar nicht der große Gewinn drin. Und vielleicht sollte ich deswegen, und die Idee kommt mir jetzt gerade, eben doch ein Video drehen, wo ich über die Autobahn fahre und vielleicht den Rückweg über die Landstraße. So, und das Ganze mache ich auch in beiden Modis. Das ist gerade ein Gedanke und ich glaube, dem möchte ich dann doch nochmal forcieren. Ich glaube, das machen wir. Das heißt, dass ich das Ganze dann nochmal auf der Autobahn, fahre ich ja 130, man fährt aber konstant 130. Und dort ist dann vielleicht ein mehr Unterschied zu sehen. Da lasse ich mich dann auch wieder überraschen. Ich kann es mir gerade auch noch nicht so richtig ausmalen. Ich glaube aber, dass eine Autobahnfahrt aufgrund der konstanten Fahrweise, genau wie auf der Landstraße, vielleicht mehr oder weniger einen Einfluss hat, wie eben das, was wir jetzt hier in der Stadt gerade gesehen haben. Ja, ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Genießt das wirklich hervorragende Oktoberwetter noch. Das ist ja der Knüller. Der Sommer war ja schon genial, aber dass der Oktober jetzt so weitermacht, einfach geil. Ich liebe Sonne. Ich bin ein Kind der Sonne, sage ich euch. Und die Wintertage kommen früh genug und es wird auch kalt werden. Und das wird für mich heißen, dass ich vielleicht dann eine Jacke anziehe, aber trotzdem weiter Videos drehen natürlich. Ich will nochmal rausfinden, wie der Ioniq sich natürlich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt verhält. Und das werde ich auf jeden Fall noch machen. Und vielleicht auch noch ein Mythos-Video zum Thema, bringt das Vorheizen eines Elektroautos was oder nicht. Also auch dahingehend habe ich noch Ideen. Bleibt einfach dran. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat, auch wenn es wahrscheinlich wieder viel länger geworden ist, als ich erhofft hatte, also irgendwie komme ich immer ins Labern und dann kommt dabei 45 Minuten irgendwie raus, ist dann so. Trotzdem, ich würde mich über jeden Daumen hoch freuen. Noch viel geiler, wenn ihr oben meinen Kanal abonniert oder da abonniert, und da seht ihr ein paar Videos, glaube ich. So. Ja,
Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und gehabt euch wohl, ne? Tschüss.